Moin, mein Kollege, es geht weiter bei World of Warship und der Shark und der Wolf ist auch da. Hallöchen! Hallo. Ich habe gerade so offscreen meinen Donskoy erforscht und ausgebaut. Ich spiele das Ding Stock. Ich baue das in die bekannten XP. Mir wurde gesagt, die Donskoy sollten mal auf Reichweite spielen und ein bisschen halbwegs auf Tarnung und sonst irgendwas. Ich habe mein Kapitän bis umgeschult. Ich habe ein bisschen auf präventiven Maßnahmen geskillt und Adrenalinrausch, Inspekteur, Sprengmeister, Tarnungsmeister und Verbesserungsschießausbildung, um halbwegs gegen CV-Wesen anzustinkern. Weil die Verbrauchsgüter, ja, ist üblich. Ich hab Radar ist ja im Allgemeinen drin und ich nehme keinen Hydro mit, sondern Def AA mit, weil ab und zu mal ist bei High-Tier-Schiffen immer ein Flugzeugträger dabei. So. Alaska, ui. Mal ein bisschen stänkern. Ey, boah, jetzt kommt hier zu Ober CV-Spieler. Das kann ja nichts werden. Erste Runde und gleich ein CV-Match habe ich ja super. Ja, vor allen Dingen 10er CV. Gibt ja keinen neuner mehr. Ja, leider. So haben sie mich Da hätte WG. es aber auch was anderes nehmen Haben können. sie mir weggenommen? Ich weiß mal, mit CV war ich übelst gut gewesen auch. Ich hatte über Rimwert über 50, 60% gehabt. Das war viel zu geil. Du hast es ja so, ey, das CV-Spiel also nicht gemacht, jetzt wirklich ja nicht. Ist eigentlich ja schade. CVs vorher waren Kacke. Nein, CV war besser. Besser! Hat man gesehen, wer besser war und schlechter war. Ja, super Du toll. Scheiße! Eigentlich haben sie das Match jedes Mal alleine gewonnen oder verloren. Ja, kommt auf an, wer man drinnen saß immer. Weil. Ja, eben. Sie haben das Match alleine gewonnen oder verloren. Ja, aber komm hier, Hashtag loben, Tier-8-Schiffe, Hashtag loben. Du scheiße Tierpitz und Alabama. Erstmal wird geguckt, ob die nicht einfach sowieso einfach nur rausgehen. Die nämlich AFK sich gleich AFK stellen, weil sie sind ja der einzige Achter, dann werden die auch nicht gelobt. Aber komm, Hashtag loben, diesen Opfer hier drinne. Wir wollen ja keine Opfer sehen. Außerdem, ich freue mich, mit manchen Schiffen freue ich mich, wenn ich im Achter, im Zehner lande. Mein Shit Dann funktioniert nämlich. wieder. Ich hatte vor allem, ich habe mir die neue Mod runtergeladen und bei den ich habe den Chat Mod drin und da ist mir bei dem Spiel wieder der Chat Mod nicht zerschossen worden. Dann habe ich in ganzer Runde keinen Chat gesehen. Braucht man eigentlich den Chat eigentlich im Spiel eigentlich überhaupt richtig? Also ich finde schon teilweise. Aber manchmal ist da auch nur Müll drin. Nee, Ja. aber die vorher. Jetzt habe ich vergessen. Ja, ich Egal. erstmal hier Flugabwehr. Ich hatte sonst mein Chat-Mod hier Mod benutzt hier für könnte man den Schiffsnamen, also man den Spieler und den Schiffsnamen zuordnen. Hat man gesehen, welche Spieler am Meckern war. Braucht man extra nicht Namen gucken, hat man gesehen, Bismarck, Bubba ist am Rummotzen. Aber durch den neuen Patch ist das alles zerschossen. Ich hoffe, du hast die Tirpitz jetzt nicht gelobt. Die ist nämlich gleich wieder. Er hat sich nämlich scheinbar gedacht, so, oh, ich bin sowieso der einzige Achter, ich gehe dann gleich mal Du, ich wieder. hab ihn trotzdem gelobt. Ja, nö, hat er nicht verdient. Ja, Wenn du, er wieder sich das, reporten. wenn er sich gesagt hätte, okay, ich ziehe das jetzt trotzdem durch, dann ja, aber so, nee. Ja, ich verstehe es, ist kacke. Ja, Nein. Kannst auch im Achter richtig geile Runden im 10er-Matchup haben. wenn man dich komplett ignoriert. Die Schima hat die Gamescom-Tarnung? Okay. Ja, irgendwie. Brauchst nicht mal ignoriert werden. Du kannst auch so. Mit Cleveland zum Beispiel habe ich auch schon richtig Hammer Runden im Tier 10 Irgendwie ist gehabt. mein Spiel übelst leise auf einmal nach dem Patch. Hab ich sonst hier Lautstärke 30, aber irgendwie sehr leise geworden auf einmal. Eingemal Gefechte. Musashi, du fährst da so ganz Alter. schön alleine, du gefällst mir. Ich weiß auch nicht, sonst war es angenehm mit der Lautstärke immer. Deswegen. Das ist aber relativ sehr leise. Ungewöhnlich. Ja, das geht. Mir trotzdem noch zu leise. Warum ist nicht jetzt so das Spiel so zu leise?
Weiß ich nicht. Dir vielleicht sonst mal angucken, weil. Aber du fährst gerade einfach so an Kartenrand. Nein. Ich bin hier überall bei C. Wir kommen ja gegen keinen Gegner. Soll nicht. Also sonst hat es mir die Lautstärke immer gereicht. Sonst war es teilweise zu laut gewesen, das Spiel. Aber jetzt ist es irgendwie übel zu leise. Muss ich mal später mal rumprobieren. Boah, Alter, ist das für eine Streuung? Ja, irgendwie ist der Gegner am Flüchten. Nicht wirklich. Ich bin da alle bei an der Insel bei B. Ja, der Musashi, ja. Alaska, Neptun, Harugumo. Wow, ich hab den darin zweimal mit einer Granate 2 Minuten rausgeschossen. Nice. Und wie ist das dein OPCV überhaupt? Nice. Ist das Ding. Aber echt? Nicht so OP. Nee, das Ding ist so angepriesen wie so wie ein Conqueror. Ja, zündet schon gut an, aber halt die Grenzen bei den Bombern jetzt zum Beispiel kommt halt nicht viel durch, bei einer Musashi zum Beispiel, ne? Es reicht, wenn du die nur ein bisschen anzündest anscheinend. Bei einer Musashi kommt nichts durch, das ist schon übel. Ja, wenn ich so überlege, ich hatte ja mit meiner HI-Bomben habe ich eine T8 bis einfach so 20.000 reingekloppt mit HI-Bomben. Sowas hab ich auch noch nie gesehen. Das hat aber richtig schön gegrunzt im Schiff. Ja. Erstmal Flugabwehr und Sekretäre, Alter. Ich hab 6 Kilometer Sekretäre-Reichweite. Das ist bescheuert. Aber jetzt habe ich echt 8 Kilometer Torpedo-Reichweite. Was hier bei den Russen eigentlich sehr beschissen ist. Oh, meine Flak schießt. Gefecht mal ein bisschen endlich, Leute, mal. Ist ja unnormal. Oh, ich hab den Harugumo auch noch gespottet gerade. Das war nicht so gut, der Drop. Shit. Komm. Ja, er fährt rein. Jawohl, 4 Murmel getroffen. Nice. Ah, dafür geht die Seite komplett schön rein. Ja, mein Flugwehr ist nur noch ganz so schön. Ja, was machen wir jetzt hier Schönes? Wer ist mit der Mino da? Da hinten. Ah, weißt du, ich lade um. Da kommt nicht der Moin. Ich lade um auf AP. Außerdem mein Radar ist leider. Ja, jetzt von der Harugumo. Ja, mein Radar ist auch schon verbraucht, wegen den beiden Zerstörer auch schon. Ja, aber ich habe auch Kanuto dabei. Auch nicht. Mikreuzer, den Spiel. Ah, ist im Mino. Ich glaube, ich will gleich Torpedos abschmeißen, wie der Winkel aussieht. Sie sitzen alle hinter die blöde Insel. Ach du Scheiße, das ist der Kuhfisten noch. Ja, das Problem ist, die Musashi kann sie auch nicht ganz gut in die Seite reinballern. Okay, der Moin ist doch noch ziemlich böse. Natürlich.
Laufen die Runden so. Nee, das Rumpushen bringt auch nichts. Ja, aber ich muss jetzt eigentlich rumpushen, weil ich habe sowieso keine Chance. Die Musashi verpasst mir gleich noch eine Breitzeit und ich bin weg. Ja, du hast einen amerikanischen Kopfstahl hier. Bist du? Hast du? Bei dir ist alles abgeprallt. Das Problem, ich bin jetzt Dauergehydro, das ist noch schlimmer. Ja, weil klar, die Typ ist gestorben ist. Boah, mir Neptun rotzt den richtig ganz. Boah, richtig weggerotzt, nice. Und da kommen die Taubs. Ah, ich hab den Neptun mal als Schutzschild. Finde ich aber nett. Shit, es ist. Komm, Chuck, komm, um die Ecke gepusht. Shit. Bin schon lange weg. Shit. Aber ich hab nicht mal als Freck bei mir. Au, was hab ich gerade, Frau gerade gefressen? Ja, Hauptturm rausgeschossen. Was ist mit denen auf einmal los? Ich hab auf den blöden Frack geschossen. Bitte. Ich hab gerade 20.000 einfach so instant verloren. Was ist denn bitte von scheiß Frontpanzerung? Hab ich doch gesagt, das ist ein Bewegungskreuzer und kein Landkreuzer. Der hat schon wieder Turm ausgeschossen, frontal! Was ist das für ein Crap? Zweimal! Nicht ein, um zu torpen. Nicht eindrehen. Die Alaska hat einen verbesserten Bounce-Winkel, die. Also. Packt der Zitadellen. Alles klar, das heißt wegtorpen. Ja, aber nicht eindrehen dafür, sondern einfach dran vorbeifahren. Ja, du, ich hab übelst schnell so 20.000 einfach so schnell verloren. Ja, ich hab eben auch ein paar Zitadellen von der Musashi verlassen. Keine Ahnung, 30.000, 40.000, irgendwie sowas. Das war kein Spiel, das war einfach eine Abschlachtung für uns. Autsch. Aber ich hab die Neptun schon mit 3 Zitadellen rausgeknallt. Was hab ich denn im Vorteil so viel gefressen auf einmal? Hat halt keinerlei Frontpanzerung, ne? Da warten. Eigentlich so von Tier 8, Tier 9, so hast du schon einen leichten Verbesserungswert haben wir eigentlich. Hat auch eine enorme Verbesserung, aber nur wenn du sie auf Reichweite schaffst. Von wem hab ich so viel gefressen? Von die Alaska habe ich 25.000 fressen? Frontal? Oh. Den 300er Geschützen passiert das. Lol, das Ding hat überhaupt keine Frontpanzerung hier. Das Ding ist auf den Schrott hier. Nahkampfschiff kannst du das Ding echt in eine Tonne treten, ja. Negativ. Alles gut. Jetzt melde ich. Da hat mein 8er mehr Panzerung wie frontal. Scheiße, wir haben. Ey, was ist das bitte von einem Panzerungswert? Meine Fronttürmer haben 175 mm. Eigentlich bei höheren Tier-Level so besser soll halbwegs die Panzerungswert wären, ja, eigentlich. Scheiße. Was hat eigentlich meine Hindenburg von Panzerungswert eigentlich frontal? Muss eigentlich ein Ducken besser sein, eigentlich. Für 115 mm? Das verstehe ich wieder nicht. Aber ich hab. Boah. Grund ist hier. Es ist ein bisschen komisch. Ja, wir sind mal ein bisschen einspielen, aber so. Da kam Schwein. Das ist eigentlich, ich glaube, eher wirklich. Ist sie nicht. Nee. Das habe ich dir auch schon vorher gesagt. Weil das Ding so hardcore von Frontal so in die Fresse kriegt, das ist halt nicht wahr. Da hätten sie wenigstens die Donskoy auch mal ein bisschen buffen können. Naja. Wir sagen, es war eine erste Runde sehr kritisch, aber ich hoffe, im laufenden Spielweise kriegt das Ding besser hin, sag mal besser.
Aber von Donskoy nach Moskva ist eigentlich viel zu großer Sprung. Du hast die Moskva frontal, selbst die Yamato kann die frontal reinballern. Das ist jetzt ja gar nichts. Und das ist irgendwie komisch eigentlich. Naja, wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag, noch einen schönen Abend und haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.